So, einmal Handschütteln, dann ab geht's zur nächsten Mission von Payday the Heist. Wir gehen in den Schutzraum, ganz klassisch im infizierten Outfit. Ich würde sagen, Panic Room is on our way. Und ja, was haben wir hier? Was sehen wir hier? Wir haben einen Typen, wir haben eine Tür, ein Heli und eine Tasche. Cool, oder? Ja, die Tür. Keine Ahnung, was es bedeutet. Spaß. Wir gucken uns einfach mal an. Ich sag's mal so, schlimmer kann es nicht werden als in den letzten beiden Parts. Das war nämlich schon ziemlich krank. Und Bode, ich stelle jetzt wieder auf normal. Ja. Weil, ne? Ja, wir wollen ja nicht von Anfang an auf Pussy spielen. Ja, erstmal versuchen und wenn es keinen Ausweg gibt, dann passt schon. Achso, ist automatisch auf normal. Läuft, Überfall starten. Überfall starten, ey. Das nehmen die aber auch nicht so ganz so ernst. Ja. So, ich kann endlich wechseln. Zwischen bereitstellbar, Munitionstasche oder Mine... Und Ausrüstung, zusätzliche Kabelbinder oder dicke Haut? Ich nehme auf jeden Fall mal dicke Haut und Munitionstasche. Ich kann nur dicke Haut auswählen. Also dicke Haut finde ich ja schon mal besser als Kabelbinder. Das benutzen wir doch eh nie. Ja, wahrscheinlich haben wir es bisher einfach nur falsch gemacht, aber ja. Ja, dann... Wir haben zweimal 100% geschafft, Bode. So viel falsch können wir nicht machen. Teambonus ist hier gesperrt. Das ist richtig. Scheiß drauf. Let's slip into our rules in this little drug deal charade. Those junkies won't know what hit them until it's too late. The panic room they got in there is gonna be full of cash. Panic room, and we're gonna take it all. 16:02 Uhr. Punkt. Also irgendein Junkie? Wir sehen noch normal aus. So, und wir müssen jetzt... Da rein. Oh, da sieht ja. Hallo. So, wo ist der Typ? Da zeigt er uns. Okay, da drüben. Yo. Okay. Der Deal läuft. Der zeigt mit seinem nackten Finger auf mich. Dann steht eine Jack Daniels Flasche. Masken aufsetzen. Und alle umlegen, oder was? Keine Ahnung. Lass einfach machen, oder? Gib Gas. Oh, schön siehst du aus, Bodo. Geil, richtig oder? Schön ekelhaft. So, dritter Stock ist der Schutzraum, oder? Überfall auf dem Drogenlabor, na, es ist auch sehr kontrovers. Hier gibt's halt Geld. Hinter dir ist einer. Der knallt dich ab. Hinter mir? Ja. Ich bin doch gerade im Bad. Ja. Und ich rette dir den Arsch. Also du hast ja trotzdem zwei Kabelbinder. Also nur welche abknallen mit Bandanas um den Mund. Wo geht denn hier die Luzi, sag mal? Na oben! Dritter Stock müssen wir. Weil er mich hier gut durch mit den Leuten. Okay, Chavez finden. War das nicht der Typ oben? Unten? Nein, ist der nicht. Finden wir Chavez. Alter, guck mal! Ja? Komm mal zu mir, das musst du gesehen haben. Die arbeiten nämlich hier am Guinness Buch der Rekorde. Guck mal hier auf dem Bett. Die größte Zahnbürste der Welt. Oh mein Gott, was macht man damit? Und warum liegt es im Bett? Ich weiß es nicht. Deswegen möchte ich es mir vielleicht doch gar nicht vorstellen. Ist das hier Rihanna? Ja, wahrscheinlich. Ich habe Chavez gefunden. Down on the ground.
Gut, ich hab den Schlüssel. Ja, bin dabei. Was ist noch eins? Bin gerade auf dem Dach. Schön, dass Warum du auf dem Dach bist. Wow. Ich komme zum Schutzraum. Säge Nummer 1. Säge Nummer 2. Und jetzt unten auch noch welche, oder wie? Mhm. Kommt der denn jetzt noch her? Säge 3. Und Säge 4. Säge 4. Okay, guckst du, dass unten alle laufen? Ich guck, dass oben alle laufen. Falls wieder irgendwo ein Fehler ist. Ja. Okay, das Ganze dauert 199 Sekunden. Wo siehst du das? Steht auf der Säge drauf. Achso. Na toll, jetzt kommen Bullen. Kommen die bestimmt über die Türen, kann man die nicht zumachen? Mann, ich könnte hier oben einen gebrauchen. Warum seid ihr jetzt alle unten? Das ist doch scheiße. Boah, die Sekunden gehen kommt so langsam. Kommt die Polizei übers Dach? Hä? Da kommt die Polizei übers Dach, oder? Ich weiß nicht. Schön, dass ihr alle jetzt hier hochkommt. Bleibt mal lieber bei der Säge. Ich geh einfach aufs Klo. Warum hast du kaum noch Leben? Keine Ahnung. Ja, weil ich hier reingestürmt bin und hier ging übelst die Luzi ab. Verstecken wir jetzt einfach hier in der Ecke. Ja genau, Chains, komm mal zu mir. Also vom Bullen sehe ich noch nichts. Sägen laufen. 120 Sekunden noch, 2 Minuten. Ballert ihr da? Ja. Und wo? Wow. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Okay, der Sturmangriff läuft. Da unten stimmt irgendwas mit der Säge nicht. Ja, wir werden hier auch gerade massiv attackiert. Also braucht ihr Hilfe. Ich mach die Sägen wieder an. Wurde getroffen, ich weiß nicht von wo. Ich hoffe, irgendeiner kommt jetzt auf die Idee, mir zu helfen. Ja, das hoffe ich auch. Du bist auch down. Nee. Aber ich verteidige hier unsere Segen. Okay, meine laufen noch. Bodos sind noch 40 Sekunden. 49. Tote auf der Treppe. Aber das ist doch schon mal ein bisschen besser zu handeln als eine ganze Straße. Kann man sich wenigstens ein wenig verschanzen. Scheiße, war ja klar, dass da nochmal was passiert. Säge blockiert. 30 Sekunden vor Schluss. Sägen laufen wieder. Meine noch nicht. Und jetzt. Achtung, sie sind im Haus mittlerweile. Nice one, fellas. You're in the clear. You won't be long until the next assault wave, though.
4 Sekunden. Drei Sekunden, hey, was sind das für Sekunden, ey? Kommt das Ding jetzt mal runter? Sägen abgeschlossen. Sägen abgeschlossen, wie sieht es bei euch da unten aus? Ja, eine Säge ist abgeschlossen. Die andere braucht noch 30 Sekunden. 30? Was zum Teufel habt ihr getrieben? Ein großes Polizeimassaker. Achtung, die seilen sich hier auf die Feuertreppe ab. Das sind ein Haufen Leute. Teilweise oben fährt der Stock. Ja, damit hab ich ja nichts zu tun. Wir müssen jetzt auf den Sprengstoff noch warten. Auf das Dach müssen wir. Ja, das ist diese, das ist dieser Koffer, den wir im Intro gesehen haben. Ja. Komm hoch. Ich hab keine Munition mehr. Ich brauch jetzt erstmal so eine Tasche. Tasche wäre eine im dritten Stock, neben dem Bunker. Ja, hier geht gerade ziemlich die Luzi. Im dritten Stock ist es nicht so. Wir müssen uns um die Scharfschützen kümmern. Im dritten Stock ist es nicht so sicher. Okay. Wo geht's denn jetzt im Dach? Ja, noch ein höher. Irgendwo muss eine Feuertreppe sein. Na, bei Roof Exit wohl. Hier. Ja. Oh, Sniper. Scheiße, einer hat mich erwischt, aber einen habe ich auch down gemacht. Ich glaube, ich habe einen erwischt. Kann mir mal einer helfen, bitte? Hässliches Vieh. Du bist hässlich. Okay, Achtung, genau hinter dir. Hab ihn. Wo ist hier noch ein Scharfschütze? Wo ist keiner, musst du mal fragen. Ich sehe keinen mehr. Wir könnten einen eigenen Scharfschützen gebrauchen. Ich sehe keinen mehr, soll jetzt halt kommen, der Typ. Ja, er wirft das C4 doch ab, hat er gesagt. Ich ziehe die Ladungen auf dem Dach in der vierten und in der fünften Etage. Wo ist das Ding gelandet? Ist am Arsch der Welt gelandet. Boah. Nee. Das ist eine Etage tief auf der Feuerleiter. Aber die stürmen das Haus. Merkt das. Also hier sind ein Haufen Leute. Sehr viele Leute. Boah. Hinter uns war einer. Das erklärt einiges. Oh fuck. Auf der Feuerleiter sind so viele. Scheiße, Dallas ist auch down. Man muss mir helfen. Scheiße, Mann. Seid ihr alle im Arsch? Ja, gib mir mal Deckung. Hast du das C4? Nein, ich kam bisher noch nicht hin. Oh, ey. Geh mal einen Stock weg tiefer. Alter, die haben hier die übelst ab, Mann. Ah, jetzt weiß ich warum. Da ist noch so ein Scharfschütze. Ja, ich hab das ja nicht beachtet. Wo ist der denn? Sehen leider nicht.
Verdammt, wenn der seine Scharfschütze nicht werfen, wo schießt er denn? Ich hab den Sprengstoff. Okay, cool. Oh, was knallt mich denn jetzt hier ab? Hab ich ihn jetzt auch? Ja, ich hab auch. Okay. So, okay, Alter, wo wir den überall anbringen müssen. Auf dem Boden sind die Dinger. Hä? Auf dem Boden sind die Dinger. Irgendwo im Stockwerk auf dem Boden. Im vierten und im fünften und auf dem Dach. Auf dem Dach wird wohl am schwersten. Ja. So, ich hab 3 Stück dabei. Einen hab ich platziert. Oh. Kurz davor losgelassen. Einer ist platziert, Bodo. Ich hab 3 platziert. Zweiter platziert. Ja, ganz oben wird natürlich ein Problem. Ich wage das jetzt mal. Wobei ich mehr C4 brauche. Oh, fuck, ey. Au, das war knapp. Ich wage mich aufs Dach. Hier ist alles voller Scharfschützen. Na, dann schaltet die aus. Einer ist down. Platziert. Scheiße, 10 irgendwas. Auf der 5. Etage fehlt noch eins. Ja, ich seh's, ich seh's, ich seh's. Schnell, Sturmangriff. Ja, ich mach schon. Komm schon. Ist. Achtung, zweiter Stock müssen wir gehen. Zweiter Stock. Pass auf, ein Haufen Leute. Denn sie für einer? Was zum Teufel? Was Alter, da ist du? Irgend so ein Fetter. So ein Boomer. Ich bin der Boomer. Wieso bist du der Boomer? Weil ich aussehe wie ein Boomer. Ja, aber da ist irgendeiner, so ein Bullenboomer. Der hat den übelsten Anzug an. Wir sind down. Ja, ich krieg das wohl mit. Ja, das war's dann für mich. Das ist nicht so einfach. Alleine durchkommen. Was? Hat Dallas da jetzt mal... Dallas ist auch im Arsch. Achtung, neben dir! Links, links! Versuch dich so gut wie es geht zu unterstützen. Okay, der Dingstyp. Ey. Ja, du und Chains, ihr müsst das jetzt machen. Ja, hätte ich das gewusst, wäre ich erst gar nicht hochgekommen. Das ist dieser Fette natürlich auf der Feuertreppe. Ja, der hat mich etwas überrascht. Volle Ladung Magazin ins Gesicht geballert und es passiert ihm einfach nichts. Maximal. Oh, sein, ich krieg Krampf. Ist seine Ding kaputt gegangen. Alter, das ist Krieg. Das ist mehr als Krieg. Ich weiß nicht, ob du das da gerade gesehen hast. Achtung! Verfolgt, was ich hier durchmache. Ja, hinter dir! Ich muss doch nur in den zweiten Stock, oder nicht? Ja, ja, nur ist gut. Dann mach mal. Ja, ich bin im zweiten Stock. Chains kommt nicht mit. Dann bleib doch mal da. Chains wird doch gerade übelst massakriert. Was ist jetzt los? Jetzt musst du aufs Dach. Fickt euch doch. Und Chains kommt jetzt runter, oder was? Nee, Chains ist da. Ist ja klar, oben wurde jetzt gesprengt und ihr müsst jetzt nach oben.
Ey. Da sind noch zwei im Gang. Oh, da ist so ein Fetter. Hoffentlich nicht hinter mir. Nee. Hinter dir ist safe. Fuck. Also da sind noch zwei im Gang. Drei. Hinten in der Tür ist der vierte. Vorne in der Tür. Achtung. Okay, Chains macht's. Ich kann jetzt getauscht werden. Na dann, lass mich mal tauschen. Sollen wir mal erklären, was man da tauschen kann? Wer ist da? Wer liegt da? Ich glaube, das bin ich. Achtung, da ist ein Roter. Hä? Der hat Chainscan verhaftet. Was passiert hier? Kill den, ey. So, Chains ist wieder frei. Sag mal, siehst du mich da drüben nicht liegen? Doch, ich sehe dich da liegen, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Nicht runter. Okay, ich darf wieder. Läuft, läuft, läuft. Jetzt hab ich... So, sichere das Dach. Ne, dann mal los. Oder kann ja immer noch Dallas... Shit! Okay, Dallas ist auch wieder da. Jetzt gehen wir aufs Dach. Los, los, los! Ich glaube, ich habe ihn gegen eine Geisel eingetauscht. Kann sein, ja. Weißt du, wofür die Geiseln sind? Ey, hier ist so ein Massaker. Ja, Mann. Oh, der Schiff stürzt schön vom Dach. Irgendwelche Scharfschützen. Alter, wie sie alle rüberspringen. Alter. Gott. Also actiongeladen ist es auf jeden Fall. Ja, das Spiel ist ein absoluter Actionkracher, das kann man wohl sagen. Kabel ist unten, jetzt das Kabel im Schutzraum. Oh, nee, ey. Komm, die sind riesig, die Mission. Heilige. Was, den Schutzraum? Ja, ich mach das mit dem Schutzraum. Oh, knallt mich ab, danke, ihr Arschgeil. Krieg ich auch irgendwie Deckung oder sowas? Nö. Warum auch? Bist du oben im Arsch oder was? Scheiße, Leute. Keine Munition mehr. Wo seid ihr jetzt? Ja, wir liegen oben. Ihr liegt beide oben. Fresse. Weißt du, wie viel hier los ist? Ja, ich bin hier verreckt. Ich weiß, wie viel hier los ist. Oh ja, klar, jetzt auch noch so ein Spot und ein Schild. Alter, und ich habe keine Munition mehr. Oh, das nimmt überhaupt kein Ende. Komm, 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 nicht sterben. Komm schon. Mach den Magneten. Komm schon. Komm schon. Komm schon, halte durch. Ich hab's gleich. Yes. Ich sehe nichts, Alter. Da ist eine Wand. Fuck, ich sehe trotzdem nichts. Da ist überall Wand. Ja, aber davor... Oh Gott, wie komme ich denn jetzt hier raus? Verteidige einen Hubschrauber, habt ihr gut reden. Das, ich sehe gar nichts, da ist überall Rauch. Ja, eben, ich sehe auch nichts, ich bin tot. Scheiße! Wollt ihr mich eigentlich verarschen? 88% Bode, wir waren so nah dran. Oh, meine Fresse, ey. Das ist einfach nur krank, das Spiel.
Mann, ich bin sogar 2 Ruflevel aufgestiegen. 2 Ruflevel? Ich bin jetzt 9. Ja, ich bin auch 9. Ey, das ist doch krank. Krank. Das müssen wir normal machen und ich kann dir eins sagen, Alter, das machen wir auf leicht. Was? Es hat doch fast funktioniert. Aber nur fast. Alter, das ist krank. Was für ein abgefahren heftiges Spiel, Mann. Ja, hilft nichts, Leute. Das ist ganz schön knackig. Zu zweit hier nur so. Ne? Aber wir versuchen es nochmal. Im nächsten Part dann.